Mein Name ist Kate Wilder. Ich habe einen Master in Kriminalpsychologie. Ich bin Enthüllungsjournalistin und möchte etwas bewirken. Vielleicht haben Sie kürzlich mein Interview bei Chicago AM gesehen. Und ja, es ist echt hart, wenn bloße Ehrlichkeit einem den Ruf als Zicke einbringt. Das bin ich nicht. Okay, ich habe meine Probleme, so wie jeder andere. Ich arbeite daran. Ich... Hey, ich bin Mark. Ich habe an der UCLA Fotografie studiert. Das war super. Ich möchte wieder mit der Fotografie anfangen. Aber ja, es ist ein Job. Ich war lange Keygrip und Beleuchterin. Ich löse Probleme und beleuchte. So jemanden trifft man nicht oft. Mann, wie fängt man da an? Ich habe es satt, allein zu sein. Sorry, fängt man mit Referenzen an oder persönlichen Infos? Weil, ich meine, hat da jemand Zugriff drauf? Wegen der Privatsphäre und so. Ja, Charlie Lonnet, bin aus England. Ich bin seit 20 Jahren hier. Die letzte Serie lief so gut, es war eine sehr schön konzipierte und, hat aber, nicht so eingeschlagen, wie ich hoffte. Total Katastrophe, wenn ich ehrlich bin. Ich denke, wir haben genug gehört. Genug? Oh, ich fange gerade erst an. Sie verstehen nicht. In meiner Seele wohnt der Teufel. Ich konnte nichts dafür, dass ich ein Mörder bin, genauso wenig wie ein Dichter etwas für seine Inspiration kann. Begraben Sie mich, Euer Ehren. Füllen Sie meine Holzkiste mit Zement, begraben Sie mich tiefer als alle anderen und bedecken Sie den Boden mit mehr Zement, denn glauben Sie mir, der Tod allein wird mich nicht davon abhalten, wieder zu morden. Am 7. Mai 1896 wurde Herman Mudgett alias Henry H. Holmes dem Strick zugeführt. Sein Genick wurde durch die Wucht des Hängens nicht gebrochen. Aufzeichnungen zufolge hing er über 15 Minuten und erstickte langsam, bis das Monster endlich tot war. Amerikas erster Serienmörder gestand 27 Morde. Doch als die Ermittler die Spuren sichteten, die er hinterließ, und seinem Weg von Stadt zu Stadt folgten, wuchs die Zahl erheblich. Nahezu 200 Morde. Amerikas erster Serienmörder und vermutlich der schlimmste. Er wurde wie gefordert unter Zement begraben. Wollte er sich vor Gottes Urteil verstecken? Oder wollte er etwa wirklich den Teufel davon abhalten, wieder zu morden? Und? Was meint ihr? Ganz ehrlich, Charlie. Das ist ein Haufen... Merkt ihr das? Lonnet Entertainment. Charles Lonnet, bitte. Bin dran. Einfach Charlie. Mein Name ist Grantham Dumet. Was kann ich für Sie tun, Mr. Dumet? Die Frage ist, was kann ich für Sie tun? Hören Sie. Ich bin Ihnen sehr dankbar, Mr. Dumet. Das hört sich alles toll an, aber... Aber ich warte nur auf den Haken. Nichts für ungut. Schon in Ordnung. Ich bin privilegiert. Ich brauche nicht viel. Aber meine Zeit ist knapp bemessen. Es muss heute sein. Ich schicke einen Wagen. Heute Nachmittag, 4 Uhr. Bis dann. Heute Nachmittag? Wir reden hier von ein paar Drehtagen. Mein Team geht davon aus, dass Sie dieses Wochenende frei haben. Und Sie sind ziemlich aufbrausend. Ohne Sie wird sich das erledigen. Wir... Kann ich nun mit Ihnen rechnen? Verschwenden Sie nicht meine Zeit. Soll ich das Auto schicken oder nicht? Ja, sehr gerne. Sind dabei. Ich regel das. Versprochen. Los geht's.
Mr. Dumet schickt sie. Der... Gut. Laden wir ein, Leute. Ich mach schon. Geht schon. Sorry. Wirklich? Ich meine, was ist dieses Ringlicht für schöne Porträts? Wir können es zurücklassen, okay, okay. Wenn... Abenteuer, Spannung, Leute. Abenteuer, Spannung. Dabei? Ausflug! Yay! Juhu, hurra. Das wird super. Erfahren wir, wo wir überhaupt hinfahren? Magst du keine Überraschung? Weißt du, woran mich das erinnert? Sag's nicht. Der Picker. Ganz genau. Ich... Absolut pleite, mit einem kaputten Handy, verloren im gottverdammten Topeka. War nicht meine Schuld. Das war komplett deine Schuld, weil du immer dein Hirn ausschaltest. Also, schieß los, Charlie. Was wissen wir über diesen Kerl? Er ist reich, er lebt zurückgezogen, ist von H.H. Holmes besessen. Total zurechnungsfähig. Wir fahren zu einem Anwesen, das er von einem Verwandten geerbt hat. Der war von Holmes besessen. Einige Zimmer sind vollständige Nachbildungen der Mörderburg. Dumet hat Blaupausen, Dokumente. Artefakte. Als ich sagte, das rettet die Show, meinte ich das verdammt ernst. Und das alles hast du überprüft? Hey, vertrau mir einfach. Verzeihen Sie die Heimlichtuerei. Bevor wir weitermachen, muss ich Sie bitten, aus Sicherheitsgründen Ihre Handys wegzuschließen. Es mag seltsam klingen, dass ich Sie einlade, die Sammlung in meinem Haus zu filmen. Ich kann nichts erlauben, dass Informationen teilen könnte, die mein Geschäft beeinflussen. Gehört das zum Plan? Wussten wir davon? Oder mein Lebensstil. Es gibt Regeln. Material, das Sie verwenden möchten, muss von mir genehmigt werden. Ich verlange Privatsphäre und Diskretion. Ich bestehe darauf. Seine Hütte, seine Regeln. Was er uns anbietet, ist es wert. Da könnte er auch Geld dafür verlangen. Wenn das alles ist, machen wir das. Na schön. Für die Show. Das wird genial. Ihr werdet noch sehen. Hast doch in Topeka gesagt. Wenn er so reich ist, warum hat er dann keine Bediensteten? Hilft der Typ da? Nee, im Ernst. Ich mach das schon. Danke, Bro. Nur kein Stress. Klappspacken. Gut. Und was jetzt? Ich möchte ein paar Aufnahmen vom See und der Landschaft machen. Nicht mit dem ganzen Nebel. Da, von oben haben wir bessere Sicht. Das ist ziemlich weit oben. Wird aber super aussehen und wir können über dem Nebel filmen. Charlie, du hustest dir unterwegs einen halben Lungenflügel raus. Ich bin fit wie ein Turnschuh. Mark, das ist verrückt. Wird schon. Gehen wir, Charlie. Seid vorsichtig. War schön, euch zu kennen. Na los. Ja, und damit dann endlich hallo und herzlich willkommen zurück zu The Devil in Me. So, dann werden wir mal schauen. Ich habe extra die Grafik, nähere dich der Wand bei der eingestürzten Treppe und rück zum Klettern. Ah, aber vorher möchte ich mich ehrlich gesagt gerne mal hier umschauen. Weil wir kennen es ja aus den anderen Dark Pictures Spielen, dass immer mal wieder irgendwelche Sachen irgendwo herumliegen können. Gut, jetzt so früh am Anfang wahrscheinlich eher noch nicht. Aber wir schauen trotzdem mal nach. Es könnten Karten sein, die uns unsere Zukunft, naja, nicht so direkt vorhersagen, aber die einen kleinen Tipp geben sollen. Es können Dinge sein, die man einsammelt. Ich weiß nicht, was uns... Was? Ich weiß nicht, was uns hier erwartet. Aber ich denke mal, das wird dann ähnlich sein wie bei den anderen Folgen davor auch. Ich finde es ein bisschen schade. Ich habe die Grafik auf die allerhöchste Einstellung eingestellt, dass es immer noch so ein bisschen kriselt.
Das kriege ich leider nicht raus, egal ob bei der Spielegrafik oder bei den Videos, das macht keinen Unterschied. Aber ansonsten, ich meine, man muss ja ganz ehrlich sagen, es ist schon Hammer. Okay, wenn sie reden, das kennen wir ja, das sieht auch schon mal mitunter ein bisschen abgehakt aus. Aber das stört so ja eigentlich nicht. Aber die Grafik von den Gesichtern her, die Details, auch drumherum, hey, ich finde es einfach klasse. Beeilung. Schon dabei. Achso, LB. Ja, okay. Ich kenne es nur von der rechten Seite. Also sprich, rechts drücken zum Laufen. Mann, ist das laut. Soll man ja auch meilenweit hören können. Ja, theoretisch weiß ich das, aber... Mache ein paar Aufnahmen von der Spitze des Leuchtturms. Erkunde die Klippen und finde einen anderen Weg. Wir müssen drum herum kommen. Ach so, deswegen. Na los. Lass mich das doch erstmal lesen hier. Alles für die Aufnahme. Ne? So, Klifferosion. Diese Klippen sind anfällig für Erosion und können ohne Vorwarnung in tiefes Wasser stürzen. Ich finde, wir vertrauen drauf und sterben nicht. Nee, das Schild wurde von den Anwälten aufgestellt. Das passt schon. Das sehe ich anders. Können wir da wirklich die Klippen entlang? Da hinten ist doch überhaupt gar kein Weg. Leute, worüber redet ihr denn hier? Drücke A zum Springen. Okay, also A hochklettern und springen, das ist schon mal gut. Hey, Mark, das mit dem Linkslaufen ist sehr umständlich. Für die Unterstützung bedanken. Was? Fürs Filmen oder was? Nein, für den ganzen Trip. Nichts. Wie du weißt, sind manche Crewmitglieder immer mal wieder anstrengend. Jamie und Kate hätten nie mitgemacht, wenn du nicht dabei gewesen wärst. Ich dachte, die Folge war so eine Katastrophe, dass wir jede Unterstützung brauchen. Stimmt. Ja. Scheint so. Okay, ganz ehrlich, ich hatte gehofft, wenn ich hier so weit weg von allem bin, dass ich vielleicht eine Auszeit hätte und etwas entspannen könnte. Auszeit? Wozu soll das gut sein? Naja, ein bisschen runterkommen. Das ist nichts für mich. War wohl ein übler Sturm. Im Gedenken an die Opfer des großen Sturms vom 1. Mai 1907, der 187 Leben auslöschte. Die Crew und die Passagiere der SS Cassiopeia, die zu Fuß dieser Klippen in die Felsen fuhr. So. Also ich hoffe, ich gewöhne mich da noch dran. Es ist natürlich blöd, gleichzeitig zu laufen und auf der gleichen Seite auch den Stick dann mit rechts-links zu drücken. Das ist sowas von ungewohnt gerade. Oh, da geht's rein. Was ist eigentlich mit den anderen? Machen jetzt nur wir beide die Aufnahmen, weil die kommen irgendwie so gar nicht nach hier? Ja. Ja. So, drücke nach oben für Licht. Nutze R zum Zielen mit der Lampe. Also einfach nur umdrehen, mit anderen Worten. Hey, wenn wir fertig sind, hätte ich gerne ein paar Wochen frei Familie besuchen. Ich brauch dich im Schnitt. Ich schätze dein scharfes Auge sehr, weißt du? Bei mir ist im Moment eine Menge los, Charlie. Oh, ja, natürlich, sicher. Nimm dir ein paar Wochen. Sortier dich. Ist echt nett. Ich schaff den Schnitt auch allein. Solltest du auch versuchen, dir eine Auszeit nehmen. Hast du keine Familie, die du nerven kannst? Oh, tja. Keine Mrs. Lonnet, die du irgendwo im Schrank versteckt hast? Hier mit dem Job. Mit dem Job verheiratet. Und wie läuft die Ehe so? Im Vergleich zu echten Ehen wahrscheinlich ziemlich gut. Mit dem Job verheiratet. Oh, ich hasse sowas, wo man selber balancieren muss. Ich war so froh, dass man das die letzten ein oder zwei Teile nicht mehr machen musste. Das ist total nervig. Ich habe es auch bei Sherlock Holmes gehasst, ehrlich gesagt. Oh, komm mal da durch. Okay. Hallo? Nicht aufratschen, da vorne ist irgendwas... Scheiße, was zur Hölle ist das? Eine Puppe. Naja, die hängt hier ab. Gehört vielleicht zu einer alten Museumsausstellung. Ja, das wird's wohl sein. Wir haben Houdini bei uns. Wo ist denn der jetzt hin?
Hallo? Hallo? Freund? Bist du von der Puppe gefressen worden? Also abgesehen davon, dass ich gerade innerlich einen halben Herzinfarkt bekommen habe. Geht's noch? Wo ist unsere Freundin jetzt hin? Sind wir jetzt den Rest des Weges alleine? Redet er mit uns, obwohl er nicht da ist? Ach, der taucht wieder auf. Ich wollte gerade sagen, ich kann mich nicht umdrehen. Okay. Kommst du? Ja. Ich sehe mir nur das Licht auf dem Nebel an. Wie soll das bitte in die Show passen? Ist mir nur aufgefallen. Komme. Du alter Fotograf. Ich kann das nicht einfach abschalten. Viel von dem kreativen Zeug und dem kommerziellen Zeug überschneidet sich. Bist du da sicher? Die Überschneidung mit Kate hat nicht gerade... Wir wollten das dieses Wochenende sein lassen. Ich will nur, dass du konzentriert bleibst. Verschlossen. Warum lief der jetzt von allein? Komm, gib noch einen Weg. Sicher? Nein. Optimistisch. Das ist gut. Achso, B zurück. Ich wollte eigentlich nur hier oben mal gucken, aber da lief er auf einmal automatisch da hinten rum. Ich bin ja davon ausgegangen, dass wir hier direkt durch müssen. Dann kommen wir da weiter. Nein. Also müssen wir vermutlich rein. Ist natürlich auch abgeschlossen. Da können wir uns auch nicht ducken. Aber da war ein Fenster offen, oder? Da können wir doch bestimmt durch. So, was haben wir denn hier? Das Ding hat schon ewig keiner angefasst. Warum dröhnt denn das Horn noch? Weil es immer noch Nebel gibt. Das geht jetzt alles automatisch. Okay, 2000 sind die letzten Einträge. Employee Name. Um 11.04. sind die letzten Einträge. Mich würde es jetzt nicht wundern, wenn das jetzt die Leute sind, die auch jetzt hier mit... Urlaub. Die auch hier mitgearbeitet haben, weil so Easter Eggs machen sie ja gerne mal rein. Ich muss aber auch ganz ehrlich gestehen, ich kenne die Namen auch nicht. Ist vielleicht nicht so gut, hier mit Feuer rumzuhantieren. Nicht auswendig. RT, das war R2. Read, please. 10.04.2000. Weiter so, Team. Dies sollte die letzte Woche sein. Der Nebelhorn-Test gestern Abend war erfolgreich. Es sieht so aus, als ob die Automatisierung funktioniert. Wir machen heute noch einen letzten Test, dann können wir die Ausrüstung wegpacken. Ein paar von euch haben gemeldet, dass wieder ein Obdachloser herumhängt. Wir werden die Sicherung des Geländes verstärken und heute und morgen letzte Kontrollen durchführen. Nur um auf Nummer sicher zu gehen. Wir wollen nicht, dass sich jemand verletzt. Abgesehen davon war die Arbeit bei dem ganzen Projekt großartig. Also lasst uns das Tempo beibehalten und wir werden Ende der Woche hier raus sein. TS. Okay. Bringt uns das jetzt... Ah ne, wir können ja auch gar nicht... Wo ist denn der Typ jetzt? Ist der nicht mit reingekommen? Sind wir jetzt schon wieder alleine hier? Das ist doch irgendwie alles seltsam, dass der immer wieder verschwindet. Macht er das jetzt automatisch aus? Ach so, okay. Nee, er steht noch draußen. Na gut. Was guckst du dir da an? Das Nebelhorn. Ja, groß, imposant, nu. Es bringt uns aber nicht allzu viel, oder? Na gut, weiß ich nicht. Ich guck noch mal hier hinten. Ah, Moment, da können wir weiter. Haha. Ich hab ja was gefunden, Boy. Wieso muss ich jetzt hier kriechen? Wieso reicht das nicht, wenn ich in die Hocke gehe?
Lalalala, wir kriegen mal weiter. Schade, irgendwann hört er dann auf. Okay, haben wir hier irgendwas? Nicht, dass wir irgendwas verpassen. Ich bin ja immer gerne jemand, der alles mitnimmt, was man so finden kann. Ja. Ja. Okay. Hallöchen, Kriel. Sieht ziemlich alt aus. Charlie kann mit seiner Krawattennadel verschlossene Kisten öffnen, stand da, glaube ich, gerade. Ah, okay. Was ist das? Nur eine alte Münze. Mit Obolio, also diese Münzwährung quasi, können Dioramen freigeschaltet Hals werden. Hals und Beinbruch. So, jetzt müsst ihr mir nur noch erklären, was eigentlich Dioramen sind, dann verstehe ich das Ganze nämlich besser. So, was haben wir denn hier? Da hinten ist zu. Ja gut, das hey, lassen wir zu. Das können wir tut mir leid, dass ich es dir manchmal etwas schwer mache. Aber ohne dich würde ich das alles nicht schaffen. Das stimmt nicht. Ich sitze vielleicht am Steuer. Von was? Von Lonnet Entertainment. Aber du hältst den Motor am Laufen. Das ergibt keinen Sinn. Mann, da will man jemandem ein Kompliment machen? Danke, Charlie. Versteh schon. Ich würde das Ding gerne drehen, genau. So. Wir brechen direkt ein, weil wenn das Ding schon so offensichtlich hier steht, dann wird vorne an der Tür nicht sein. Und du läufst noch frei rum? Scheiße, was zur Hölle ist das? LT, komm, versteck dich! Wieso kann ich mich nicht verstecken? Schön, dich kennenzulernen. Willst du mich verarschen? Oh, wieso ging das nicht? Ich war hier. Geh mir doch mal aus dem Weg, Junge. Geh weg. Jetzt geht's. Ernsthaft. Also. Ich hätte es nur nicht. Ach so, nicht so dunkel stellen. Wieso kann ich jetzt keine Lampe mehr anmachen? Also kein Licht mehr anmachen? Finde ich aber nicht gut. Dann sehe ich ja gar nichts. Hier kann ich jetzt das Licht anmachen. Aber da hinten durfte ich es nicht anmachen. Ich muss es manchmal nicht verstehen, wirklich. Okay, hier. Moment, hat das gerade geblinkt? Oder war das nur. Das war, glaube ich, nur die Reflexion. Genau, renn einfach mal in mein Feuerzeug rein. Kein Thema. So, das können wir nicht öffnen. Hier können wir auch nichts nehmen. Da ist was. Und mal wieder konnten wir nichts davon erkennen. Irgendwas ist irgendwo gegengeknallt und dann ist das Ding explodiert. Ich habe keine Ahnung, was das gewesen ist. Ich kann es vermutlich später auch nicht mit dem Spiel verbinden. Also das liebe ich ja immer, diese Vorahnungen, die man nicht versteht. Ja, komm, geh durch. Hier muss nur mal frisch bezogen werden. Oh, und neue Vorhänge. Und 10 Liter Desinfektionsmittel. Das wäre vielleicht manchmal auch nicht schlecht. Da hinten hat doch gerade was geblinkt, oder nicht? Das ist die Tür. Okay, da können wir auch nicht durch. Wir sollen also offensichtlich nach oben. Naja gut, wir wollen ja auch von oben Bild machen. Das wäre dann irgendwie logisch. Oha. Was zur Hölle? Es sieht aus, als ob da das Blut noch runterspritzt irgendwie. Das
Ist der Typ jetzt auch hier oben? Offenbar nicht. Oder er ist wieder unsichtbar. Das kann natürlich auch sein. Was in Gottes Namen ist das? Da! Es bewegt sich. Okay. We're going to stop. Wie, we're going to stop? Warum redet der mal zwischendurch Englisch mit mir? Oh Mann, man sollte solche Spiele wirklich nicht am ersten Tag spielen, wenn noch die ganzen Bugs drin sind. Ist schon schade irgendwo. Klettern? Ich kann hier hochklettern. Haben wir sonst noch irgendwas hier? Sonst sehe ich nichts. Dann kletter ich mal hoch. Da ist er wieder. It's gonna be okay. It's all gonna be okay. Sieh mal. Das ist perfekt. Na komm, film los. Schwenk über den See, bis die Insel ins Bild kommt. Dann machst du einen Zoom auf den Leuchtturm. Wie wär's, wenn der mal das Feuerzeug ausmacht? Da, unser Taxi. Los, gehen wir lieber zurück. Ist er das? Keine Ahnung. Wir haben ja nur telefoniert. Woher wusste der überhaupt, was das Thema der Show ist? Ich habe gar nicht gefragt. Seltsam. Spielen wir einfach mit, okay? Hallo, Mr. Lonnet? Genau der. Ich bin Grantham Dumet. Alle an Bord und es kann losgehen. Das ist Mark. Mark? Aaron, Jamie. Ladies? Und das ist Kate. Schön, Sie kennenzulernen, Mr. Dumet. Ich bin schon gespannt zu sehen, was Sie hier für uns haben. Wir wissen das wirklich sehr zu schätzen. Es ist mir eine Freude. Sollen wir aufbrechen? Ich kann Ihnen nicht genug für diese Gelegenheit danken. Gerne. War das Ihr Großonkel, von dem Sie... Machen wir uns auf den Weg. Ich erkläre alles später. Klar, natürlich.